Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge auf der Hot Online mit dem Freezy und Tiger. Hallo. Oh. So. Seemaschine wieder zusammenklappen. X zusammenklappen. Wo soll die hin? 38. Da kann man jetzt schön jemand anders machen. Was ist mit der 7? War auch an der Welt. So, die 7 kann jetzt erstmal jemand ansehen. Wolltest dann, du dann? Warte, dann würde ich das machen. Ich tue hier schon zwei Folgen Probe an. Ne, dann mach doch. Warte, stell dir den kompletten Traktor hin. Oh, wobei eben noch die 38, werde ich noch zwei Bahnen hoch und da. Du fährst ohne Gearbox, ne? Jo. Dann steht dort. So, da fahre ich mal verkaufen, würde ich sagen. Tiger, hast du Lust, hast du Lust, den Drescher zurückzufahren? Nee, ne? Könnte ich gleich mal machen. Ich fahre jetzt gerade einfach zum Hof zurück, erstmal den Streuer nochmal wieder auffüllen und dann kann ich den Drescher zurückfahren. Ja. Ich hab da kein Problem mit, wenn es eine Folge dauert. Nee, ach, so schlimm ist es ja gar nicht. So, ganz kurze Info, und zwar, wir haben auch leicht geswitcht. Also wir haben als Spielschwierigkeit Mitte gehabt, haben jetzt ja das Ganze auf leicht geswitcht. Und ganz einfach, dass wir die Preise höher kriegen. Das Problem ist, alles was wir hier kaufen, kostet 1 Million, kostet 500.000 an Erweiterungen. Und das bringt natürlich nichts, weil bis wir die ersten 500.000 zusammen haben, dann können wir uns gerade mal den Kompostmaster kaufen. Das ist natürlich schwierig. Deswegen werden wir das. Ich höre mich doppelt. Irgendwo auch. Pass auf. Mach mal so. Oh, meine Kinder, ich segne euch. Amen. Oh, meine Kinder, ich segne euch. Amen. Ach, wegen dem Hall. Ja. Spaß dir, ey. Oh, meine Kinder, ich segne euch. Amen. Das ist dämlich. Ja, theoretisch müsste das Echo jetzt auch wieder weg sein. Theoretisch ist eventuell das Echo wieder weg. Nee, es ist wieder weg. Weil das kann an mir jetzt gelegen haben. Das lag auch an dir. Aber ich habe meine Empfindlichkeit etwas. Ja. Muss jetzt wirklich bis da runterfahren zum Bahnhof, das ist ja eine Katastrophe. Boah, du Ego-Mane, ey, mach halt keinen Platz, ne? Ey, ich bin auch zur Seite gefahren, was willst du denn? Ja! Du hast nicht mal den Grünstreifen berührt, ey. Wow. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Wie sie? Ja. Die Seemaschine läuft gar nicht. So? Ja, weil sie hier steht, unbemannt. Ach so, oh, ich wollte gerade den Traktor zum Hof fahren. Ja, hier, dann. Nee. Ja, was hast du für einen Traktor? Was hast du für einen Traktor? Den Fendt. Nee. Welchen Fendt? Ah, nein. Ach so, den 800er. Ja. Nee. Ich nehme einen kleinen. Warum bring ich den nämlich erst zum Hof? Steht ja nirgendwo dumm rum. Ach, wir haben gar keinen Dünger mehr im Hof, okay. Was? Echt? Ja. Digga, fahr ich erstmal den Drescher zurück. So, und ich geh jetzt mal die erste Fuhr Raps hier verkaufen. Achso, ich stehe noch ganz am Feld 28. Ja, bis zum Bahnhof ist eine Ecke, ne? Ja. Was habt ihr geplant die Woche? Was macht ihr Schönes? Ja, ich muss mich dann erstmal um den ganzen Umzug kümmern, ne? Packen und ganz Gedöns. Die Schlüpfern einpacken. Soll ich denn hier ansehen oder was wolltest du hier ansehen? Na, ich hatte jetzt Raps angesehen, kannst du was anderes ansehen.
Der Weizen an. So. Ups. So. Einmal hier rum. Das fährt mir echt ganz schön weit bis zum Bahnhof. Lecco mio. Karte voll ausgereizt. Aber unser Ziel ist natürlich jetzt, so schnell wie möglich 500k zusammenzubekommen. Wir endlich diesen Kack-Kompostmaster anstatt bringen können. Wir müssen mal gucken. Denn was sich für uns jetzt natürlich mit dem Wechsel auf einfach richtig lohnt, sind die Paletten. Ja, und der Ertrag von den Feldern ist höher. Ja. Das stimmt. Das ist so schön. Die sind ja nicht dichter mit den Blitzern, oder? Jetzt mal ohne Mist. Ja, das ist heftig, oder? Alter, ey. Okay, hier ist die Abladestation. Sehr gut. Das Admin einloggen. Oh, jetzt gibt's Kohle. Oh ja. Das waren gerade mal 8000 Raps, ne? Ja, und hat jetzt bestimmt 15.000 gebracht oder so? 13.000. Immer noch ein Duplo? Ja, würde ich nehmen. Dann hier. Du kannst da nicht so eine ganze Packung Duplos fressen, Alter. Was ist denn los mit dir? Ey, hier sind 10 Stück drin und ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Ich habe erst 3 gegessen, Alter. Ja, aber die 3 hast du in der letzten Stunde gegessen. Ja. Ich hatte heute auch noch kein Mittagessen. Vibesbild ist nicht da. Na, nährst du dich für ein Duplo? Nee, eigentlich wollte ich mir Chicken Wings machen. Dann habe ich aber Videos und so fertig gemacht. Dann habe ich auf die Uhr geschaut. Da habe ich mir gedacht, fuck, 15 Minuten, dann nehmen wir weiter auf. Halbe Stunde brauchen die Chicken Wings, dann mit Essen, das bringt alles nichts. Also habe ich gesagt, nehme ich Duplos. Okay. Aber du hättest ja doch wohl schon eine Stunde zum Mittag mit Chicken Wings machen können. Ja, ich habe es vergessen. Ich habe die Videos fertig gemacht, auch schon für Montag. Dann habe ich auf die Uhr geschaut und habe gedacht, fuck. Weißt du, was echt gut ist? Was denn? Dieser Bildschirmreiniger, den du mir mal geschickt hast. Ich finde den auch gut. Ja. Wenn du da mal noch einen Karton schicken würdest. Wie viel ist in einem Karton? 40, 50? Oh. Ach so. ja, der ist echt gut. Also, bin ich zufrieden. Und vergesst die Nüsse nicht. Oh, Nüsse, ja. Jetzt gibt es erstmal keine Nüsse mehr, ey. Papa nimmt jetzt erstmal 5 Kilo ab. Das ist kein Scheiß. Das kann man sich nicht vorstellen, dass solche paar Nüsse so viel Kalorien haben, ne? Nicht Kalorien. Ja, Kalorien auch, aber Fett. Ganz extrem viel. Was sagt, die haben sehr viel Fett, ja. Die haben 58% ist Fett. Das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Nee.
Aber die sind halt, Nüsse sind halt generell gesund, also ne, Nüsse kann man essen. Aber halt in Maßen, nicht in Massen. Ne? Das darf man halt immer nicht vergessen. Ja, so. Das verstehen auch viele beim Abnehmen nicht, ne? Beim Abnehmen kannst du eigentlich alles essen, was du willst. Du musst das nur nicht in Massen essen. Dr. Fitness. Weißt du, alle meinen, oh Doktor, ja, da muss ich mich nur vom Salat ernähren und bla bla bla. Das stimmt gar nicht. Wenn du auch einfach mal, wenn du sagst, ich lass die Rahmsoße einfach nur weg, weißt du, gar nicht drauf, ja, ist ein bisschen kurz trocken, ist schon klar, aber in Soße ist die meiste Kalorien, Alter. Das ist das, was eigentlich das Schlimmste am Essen ist. Wenn du das nur weglässt, Beispiel, und mal keine 3 Steaks, sondern nur 2, reicht das schon. Ohne Scheiß. Darauf beruht ja auch die ganze Weight Watcher-Scheiße mit den Punkten sammeln. Essen. Sorry, dass ich immer mal gemutet war. Ich muss mich gerade lustig machen über dich. Warum? Ich habe nur gesagt, Dr. Fitness klärt auf. Ja, aber ist doch so, oder nicht? Ja, mit den Weight Watchers, da hast du recht. Ja, auf jeden Fall, klar. Das Prinzip... Das Prinzip beruht da drauf. Natürlich, du kannst alles essen, aber ja, wenn deine Punkte für den Tag erreicht sind, die Punkte wird ja wirklich für dich auf, also individuell auf dich berechnet, ja, dann ist halt Feierabend, ne? Ja, die haben ja jetzt ein neues System, ne? Jetzt sind ja Eier haben 0 Punkte. Das ist interessant, ja. Okay. Echt? Ja, ohne Scheiß. Bunky ist jetzt auch 0 Punkte. Wer? Buggy. Hat jetzt auch 0 Punkte. Hatte vorher, glaube ich, 2 oder 1. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber die Ernährungswissenschaftler haben festgestellt, ja, die ist schiedig, da machen wir 0 Punkte. Okay. Von Weight Watchers, ne? Ich warte auf den Tag, dass McDonald's und Burger King 0 Punkte hat. Ja. Dann gehe ich steil, dann mache ich auch Weight Watchers. Aber ich glaub, das ist dann der Zeitpunkt, wo es dann heißt, von wegen 100 Kilo ist Normalgewicht. Ja. So normal. Was ist unser leistungsstärkster Traktor? Ich sag mal so, das wäre vielleicht normal bei, was weiß ich, eine Körpergröße von 2,50 Meter oder so. Von 1,50 Meter. Nein, 2,50 Meter. Das war jetzt ein Versprecher. Aber ich glaube, bei 2,50 Meter darfst du schon wirklich schon wiegen oder so. So, machen wir halt wieder dummes Trash-Talk. Tiger Fantairs ins Knallt. Was? Fantairs ins Knallt. Ich hab gar keinen Fan am Arsch, also von daher. Wer fährt mein Fan? Oh, Freezy, Fantairs ins Knallt. Alter, ich warte den B-Truck. Ja, wo ist der Fan? Hab ich am Hof abgestellt. Hab ich dir aber auch gesagt, dass ich den 800er Vario auf den Hof hinstelle. Alles klar, gesagt, alles klar, ich hab ihn. Beruhig dich, Digga. Komm mal wieder klar, Mann, ey. Tut mir voll leid, ey. Dass du mal ein bisschen runterkommst, ey. Was geht denn mit dir ab, Mann? So. Sesselfotzer. Also die Felder sind jetzt alle zweimal genügt. Das ist gut. Sehr gut sogar. Wo ist die Platte? Oh Mann, wo ist denn nur unser ganzes Zeug verteilt, ey? Der Hof ist ja schon nicht groß. Wo ist der Plattformanhänger? Der steht gegenüber von Feld 36. Moment, der steht direkt schon, der steht ja beim Holz, alles klar, der steht schon dort. Gut, nichts zu sagen. Wir müssten ja eigentlich bei der Palette stehen. Ja, weil wir nichts anderes haben zur Zeit zum Transportieren. Ja. Mit dem Teil. Wie gesagt, ich habe mir die letzten Wochen ja auch die ganzen Videos angeguckt. Hast du immer geliked? Mann. Hast du immer geliked? Und ohne Adblocker geguckt? Ich habe gar keinen Adblocker drauf. Hast du geliked immer? Das kann ich jetzt nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen. Alle Reflinks angeklickt? Wichtig ist es, dass du mein Amazon Raffling immer zuletzt anklickst. Ja, ja. Alter, du sollst dich die Straße düngen. Ansehen. Meine Fresse, ey.
Hast du auch dein unser Merch gekauft? Ich bin mal gespannt. Ich habe nämlich keine Ahnung, keinen Überblick bei Elbstar, ob sich das ist es sicher jemand bestellt hat. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Weil das ist schade. Man sieht's halt nicht. Ne? Also es gibt schon so ein Backend, aber wo man reingucken kann. Aber keine Ahnung, ey. Wie da meine Zugangsdaten auch sind. Deswegen, mal schauen. Ist es sicher? Wow. Kann man eigentlich diesen Clear Speed aufstellen? Ja, mit 0. Ah, so ist. Du kannst aber auch einfach 1, 2, 3, ist ja unterschiedliche Geschwindigkeiten. Ja? Ja, 1 ist, also 3 ist halt sehr, sehr schnell, 3 ist unangenehm, aber mit der 1, 1 ist gut. Aber 2 würde auch noch gehen. Ja. Aber hier hatte ich gerade die 3 drin gehabt, das war dann doch ein bisschen heftig. So, jetzt. Hier, moderier mal ab. Nee, Moment, hier ist Blitzer. Ey, machst du Dragon Ball mit? Ich? Ja. Ja, bin der übelste Dragon Ball Spieler. Nee. Okay. Nee, ich spiel so, also vielleicht irgendwann mal, aber aktuell spiel ich so ein Quark einfach nicht. Okay. Also, wenn es gefällt, have fun, aber für mich ist das nichts irgendwie. So, na gut, aber meine lieben Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao.